Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. So, jetzt werden wir uns wieder ein paar kleinen Nebenmissionen widmen, nachdem wir eine weitere Story-Mission hinter uns gebracht haben. So. Dann werden wir mal wieder die Stadt mit ein bisschen Graffiti verschönern. Ohne Witz, ich find's echt ganz nett, dass diese Six-Axis-Funktion von dem DualShock-Controller durch dieses Spiel wieder ein kleines bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ich meine, klar, man benutzt sie eigentlich nur fürs Graffiti-Sprayen, aber ey, besser als gar nichts, oder? In anderen Spielen wurde die bislang eigentlich gar nicht genutzt. Ich meine sogar, es wäre eventuell das erste PlayStation 4-Spiel. Ja, nee, wobei, so ganz stimmt das nicht. In The Last of Us kann man ja durch das Schütteln des Controllers die Taschenlampe wieder zu neuer Kraft verhelfen, sobald die den Geist aufgibt. Von daher, das ist auf jeden Fall auch ein super Motiv. Nicht schlecht. Das wäre auch mal etwas Interessantes zu beobachten. Federball zwischen zwei Zellen. Ja, nicht Zellengenossen, aber zwischen zwei Zellnachbarn. Stellt euch das mal vor, ne? Sobald der Ball einmal verloren geht, sind sie nicht mehr in der Lage, den zurückzuholen. Also, da steht sogar ein bisschen was auf dem Spiel. Und am Ende kriegen die irgendwie nur eine bestimmte Anzahl an Federbällen pro Woche oder pro Monat. Ja, und damit müssen sie dann auskommen, wenn die überhaupt Bock drauf haben. Wird eine Idee, die wird bestimmt eine Woche lang interessant sein und danach findet es jeder langweilig. Schon klar. Aber trotzdem eine interessante Idee. So, eine Kamera weg. Erstmal muss ich den Störsender hier entfernen. Ah, oh, oder auch nicht. Alter! Verdammt. Okay, ich kann die Gegner hier zwar nicht sehen, ist mir aber auch egal, muss ich gar nicht. Ich benutze jetzt einfach meinen Karma-Angriff, der den Bildschirm zum Ruckeln bringt. Und schon habe ich das meiste hier direkt erledigt. 11 Feinde besiegt, sehr schön. Ja, und die Lüftung von diesen Dingen hier ist sofort abgekackt. Nice. Und das ohne alle Störsender zerstören zu müssen. Aber muss ich vielleicht gleich trotzdem, damit ich in diesem Gebiet noch etwas erkennen kann. Werde ich jetzt mal sehen. Wie reagiert das Spiel, wenn ich nicht alle Störsender erledigt habe, bevor ich die Kommandozentrale erledigt habe? Ja, okay, die Störsender müssen trotzdem weg. Alles klar. So, einer. Da hinten ist sogar noch so ein Automatikgeschütz. Ach du liebe Zeit. So, einmal hier hoch. Ja, den hast du leider in der falschen Richtung aufgestellt, den Schutzwall. Und mir ist natürlich jetzt das Karma ausgegangen. Ach, nicht das Karma. Ach, meine Munition für die Neonstrahlen. Damn. Okay, wisst ihr was? Bei der Gelegenheit werde ich mich mal wieder mit Rauch vollsaugen. Denn ich bin scheinbar gerade in der Nähe von einem ganz hohen Gebäude. Hier habe ich jetzt wieder irgendeinen, der, keine Ahnung, von der Menschenmasse gerade platt gemacht wird. Sind das Conduits? Ich weiß es nicht. Es gibt nämlich eine Trophäe dafür, dass ich entlaufene Conduits vor Menschenmassen rette. Oh. Ja, schau mal einer an. Ob das hier 170 Meter sind, was meint ihr? Tja, dieses Gebäude ist auf jeden Fall das mit Abstand höchste hier in der Gegend. Das da hinten ist sogar noch höher. Ich versuch's einfach mal. Hat leider nicht funktioniert. Ich bezweifle ehrlich gesagt ganz stark, dass ich 170 Meter insgesamt mit dieser Fähigkeit hinter mich bringen muss. Ich glaube, ich muss die auf einmal schaffen.
Moment, ich fülle mich nochmal mit Neon auf. Denn damit kann ich mich deutlich leichter und deutlich schneller fortbewegen. Okay. So, wo ist dieses... Da ist es. Schauen wir mal, ob wir das schaffen, dort hochzukommen. Aber dann müsste ich eigentlich mit Rauchkräften da hoch, es sei denn... Tja, ich müsste erstmal die Störsender vernichten, um herauszufinden, ob hier in der Nähe noch weitere Rauchquellen sind. Sehr schön. Shit. Natürlich haben da auch welche gestanden. Das war ja klar. Mistkerle, verdammte. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Wobei, da ist jetzt eine weitere Mission für ein Audioprotokoll vorhanden. Och, kommt jetzt! Lass mich in Ruhe. So, schön in den Winkel, von dem aus, die mich nicht erwischen. Ich versuche, gutes Karma zu tanken für die Basis. Erwischt. Auch geil, dass mittlerweile jeder Gegner jetzt zwei Karma-Schüsse braucht, aber irgendwie muss das Spiel ja schließlich auch mal schwerer werden. Selbst wenn man solche Fähigkeiten hat, sollte der Anspruch nicht ganz runtergedreht werden. Ah, da hat einer auch wieder aufgegeben. Dankeschön, dass du es mir leicht machst. So, reicht das? Natürlich nicht. Wo ist der letzte? So. Damit wäre auch meine Kraft wieder voll aufgeladen. Na dann. Hier ist doch keiner jetzt. Erzählt mir nicht, ihr meint diesen Popel liegen da ganz hinten. So. Gut. Tja, allzu schwer kann das ja nichts werden. Oder vielleicht doch. Ich komme langsam näher. Da. Ah, hier drin oder was? Ja. Sehr schön. Die Walker verbrachte fast ein Jahr in Kern Cay in der Ecke ihrer Zelle, zusammengerollt in Embryonalstellung. Jetzt ist sie vielleicht ein knallharter Konjuit mit Laserkräften. Aber damals, ohne Drogen, um die Dämonen in Schach zu halten. Ein lautes Wort war furchterregender als sie. Das gehörte alles zu Augustins Plan. Sie zu brechen, auszubilden und dann erneut zu brechen. Es war so traurig, als ich aus den Nachrichten von Fetchs Flucht erfuhr, konnte ich nur mit Not ein Lächeln unterdrücken. Na, kein Wunder, dass die Fetch so geworden ist, bevor wir sie getroffen haben. Naja, jetzt haben wir sie ja wenigstens wieder zum rechten Weg geführt. Schade nur, dass wir jetzt wahrscheinlich keine weitere Mission mit ihr machen können. Generell, dieses Spiel geht mir von der Story her sehr schnell. Mit jedem Charakter hat man nur sehr wenig Interaktionszeit. Und irgendwie, ich weiß nicht. Noch bevor ich in dieses Viertel gegangen bin, habe ich das Spiel ja schon bereits auf ungefähr 50% gebracht. Die Komplettierungsrate, die kann man ja an dem Speicherstand ablesen, jedes Mal, wenn man manuell speichert. Und ich finde es schon ziemlich heftig, dass ich bereits bei über 50% bin, oder bei ungefähr 50%, wenn ich, keine Ahnung, so wenig Spielzeit investiert habe. Also es ist nicht wirklich
Es ist wirklich nicht viel, was ich bislang gehabt habe. Da habe ich das Gefühl, an den... Die anderen Infamous-Teile, die waren da schon etwas länger. Oder irre ich mich? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Die ersten beiden Infamous-Teile, die liegen eine sehr lange Zeit bei mir zurück. Da kann ich nicht wirklich sagen, ob die von der Länge her genauso waren oder länger. Geil, wie der mich nicht bemerkt hat, der Idiot. Ja, umso besser für mich. Och, komm jetzt. Sehr gut. Was? So ein Schwachsinn. Wo ist denn die... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, ne? Och, ihr könnt mich sowas von. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Was soll denn der Dreck? Wo war denn diese DUP-Zentrale? Diese Kommandozentrale? Sonst sah die doch immer gleich aus. Wieso zum Teufel? War die ganz unten, ganz oben? Ich weiß es gar nicht. Verdächtiger gerettet. Irgendwie bin ich jetzt gerade sehr verwirrt, was diese Zentrale angeht da hinten. Kann ich die überhaupt erobern oder brauche ich da irgendwas Besonderes für? Ich hoffe nicht. Ah, vielleicht da ganz oben auf der obersten Plattform. Vielleicht finde ich das, wonach ich suche, ja erst dort. Schauen wir mal. So, damit wäre der letzte Störsender erledigt. Ach ja, jetzt habe ich ja meine Karma. Ah, Ultimativkraft nicht mehr. Gott, seid ihr scheiße jetzt. Oh. Ja, natürlich laufe ich dem Typen schön ins Dauerfeuer. Ach, come on. Sag mal. Die mit ihren Dauertreffern, die Penner. Wow, welches Gebäude kletter ich denn hier jetzt rauf? So, danke. Reflex. Wo ist der Hubschrauber? Da unten. Hab dich. Sag mal, wie viel hält der denn bitte aus? Geht doch. Erzähl mir jetzt nicht, dass da ist die... Wie soll ich da denn reinkommen, bitteschön? Kann mir das einer verraten? Okay, jetzt weiß ich zumindest, warum bei manchen Gegnern nicht sofort diese Kräfte wirken. Weil manche von denen so eine Art Beinbetonpanzer haben. Nett. Hier wird nochmal ein Zivilist geheilt. Perfekt. Okay. Damit sollte ich die Dickerchen jetzt erledigen können. Nicht nur die, jeden, der mir jetzt Ärger noch macht. Auch Delton jetzt bitte hier. Kontenance, Konzentration, was auch immer. Surprise! So, nix da. Das könnt ihr nicht aufhalten. Die perfekte Lasershow. So. Für nur zwei Feinde scheint es etwas zu viel zu sein, aber egal. So, wie zum Teufel komme ich an dieses Ding hier ran?
Irgendwo muss es doch wieder solche kleinen Lüftungsschächte geben. Oder? Oder was genau ist jetzt hier Sache? Wie kann ich das Teil hier aufbrechen? Ich brauche irgendeine Neonquelle. Natürlich ist hier keine in der Nähe. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Überall nur Rauchquellen. Och, Nerd Delton. Kommt es mir nur so vor oder sind hier ernsthaft zwei DUP-Zentralen in einem einzigen Bezirk? Ach du Scheiße. Keine Ahnung, soll ich dann vielleicht erst die eine erledigen, um zur anderen gelangen zu können? Ist das vielleicht die Logik dahinter? Sind die irgendwie miteinander verlinkt? Das ist dieselbe Plattform wie auch hier. Ich bezweifle, dass ich dieses Teil niederreißen kann, wenn ich noch nicht mal das hier schaffe. Oh, jetzt sehe ich die Lüftungen. Ich glaube, ich sehe sie. Okay, okay. Jetzt habe ich es endlich. Ja, geht doch. Sehr schön. Haha. Weg damit. Und Shazam. Puh. Also von einer mobilen DUP-Basis kann hier beim besten Willen nicht die Rede sein. Mobile Kommandozentrale in Uptown zerstört. Okay. Da hinten. Und gleichzeitig eine Schablonenkunst, die schnappe ich mir auch noch bei der Gelegenheit. Wenn ich hier schon gerade das gesamte Gebiet geklärt habe. So. Okay. Hallo, ich sehe die Hälfte deines Werkes nicht. Die Kamera ist ein bisschen zu weit oben eingestellt. Okay. Und es ergibt... Oh! Auch nicht schlecht. Eine Katze, die hervorlugt. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ah, hier. Oh, pardon, der Herr. Lassen Sie mich helfen. Erstmal hole ich mir hier weitere Neonkräfte. Perfekt. So ist recht. Da hinten wird scheinbar ein weiterer Verdächtiger belästigt. Bitteschön. Okay. Einfach nur die Gefangenen befreien. Mehr muss ich hier nicht tun. Nein, nein! Lass mich in Ruhe! So. Wenn mich hier einer trifft, dann verarscht mich das Spiel wirklich. So, die Kamera wäre weg. Sehr schön. Kleine Karma-Aktion. Ist hier zufällig noch einer, der verletzt ist? Nicht. Na gut. Erstmal das Automatikgeschütz ausschalten. Das wird mir noch Probleme bereiten, wenn ich es jetzt nicht ausschalte. Ach, da ist es. Bam! Hä? Oh, dort ist eine. Okay. Da ist er.
Yes! Ich habe ihn wenigstens noch erwischt. Komm schon. Da ist er. Haha, sehr schön. Okay. Die eine Kamera, die hier unten noch zu sein scheint. Ich gehe stark aus, dass die hier unten ist. Oder auch nicht. Doch weiter oben. Verdammt. Hier oben scheint sie mich aber nicht wirklich im Blick zu haben. Deswegen werde ich jetzt lieber die Zentrale schnell zerstören, bevor hier noch Verstärkung anrückt. Oh, mein Handy gibt Ton von sich. Das bedeutet, langsam muss ich den Part auch zu einem Ende bringen. Na dann. Wer zielt da? Mit einem Schniepergewehr auf mich. Komm schon. Ey, Delson, ich berühre das Touchpad, aber er registriert es irgendwie nicht. So. Perfekt. Ich glaube, das waren wahrscheinlich die schwierigsten von den Stationen. Gehe ich zumindest stark von aus. So, sehr schön. Ach shit, ich habe bei der anderen Zentrale überhaupt nicht die Scherben eingesammelt. Habe ich ja vollkommen vergessen. Werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Erstmal die hier. Und da unten ist scheinbar eine. Oder? Hä? Ach, da oben. Okay. Na, komm. Och, halt dich jetzt irgendwo fest, bitte. Kann doch nicht so schwer sein. Okay. So. Wo ist jetzt diese verdammte Kamera? Die muss weiter unten sein. Oh, ich habe keinen Bock auf euch. Mag Verschwendung sein, ist mir egal. Ich will nur noch die Kamera hier erledigen und mehr nicht. Oh, habe ich wohl damit irgendwie erwischt, wo auch immer sie war. Wo genau? Ach, da. So. Und hier ist sogar noch eine weitere DUP-Zentrale in der Nähe. Aber eigentlich ist jetzt die Zeit für diesen Part bereits vorbei, Leute. Deswegen, ja, den Rest werde ich versuchen, im nächsten Part hinzukriegen. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr es bei einigen meiner Videos bereits getan, ist es euch vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!